herzlich willkommen, meine lieben kleinen Links, zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir stürmen jetzt den Tempel und davor. Was haben wir im letzten Part gemacht? Im letzten Part haben wir einfach nur den Schlüssel gefunden in dieser Zone. Entschuldigung. In dieser Zone haben wir die Durstwüste. Das sehen Sie jetzt nicht. Das sehen Sie jetzt. Jetzt. Sehr schlau. Ja. In dem letzten Part haben wir, wie ich gerade eben gesagt habe, den Schlüssel gefunden. In der Durstwüste, eine neue Zone, die wir letztes Mal gefunden haben, durch einen kleinen Miniboss dort und auch bei dem der zweiten Aufgabe mit den Geschäften, dass wir Sachen vertauschen sollen, müssen wir jetzt einen Brief zu Mr. Wright bringen, der dort wohnt. Danach weiß ich nicht, was er uns geben wird. Aber für den Moment werden wir jetzt in diesem Part nur den Tempel machen. Schauen wir mal, ob wir ihn diesen Part schaffen. Genau, das haben wir und damit geht's rein in den Tempel. Sogar schön stilische Meisteres. Wenn das mal ein guter Start ist hier in unserem tollen Wundertempel, dann weiß es auch nicht weiter. Okay, also hier gibt es Bomben. Wahrscheinlich müssen wir Bomben nutzen. Ich glaube, hier kriegen wir sowas wie Palmen oder sowas, damit wir dann so da drüber gehen. So Schwimmflossen oder keine Ahnung, wie das heißt. Ja, Schwimmflossen, Schwimmflossen. So. Teil der Macht, also auch wenn nicht schon genug stark sind. Hier gibt es auf jeden Fall. Und wir haben schon den Kompass. Das ist gar nicht mal so schlecht. Yeah, boy! Als Anfang. So, ist. Ach, das wollte noch das Höchst und Kühlsang an und fällt mir ein. Ich bin noch mal kurz im Raum unterwegs. Wie er weggeflogen ist. Ich schieb das mal kurz zur Seite, um aufzustehen. Die wurden gerade zerstört. Und noch einen kleinen Schlüssel noch dazu. Das ist doch perfekt. Perfekter Start für den Moment in den Tempel. Gehen wir vielleicht gleich rechts. Keine Ahnung, ob es eine gute Entscheidung ist. Man kann aber eh nicht blockiert sein. Das wissen wir. Nintendo hat es immer rausgesehen. Man kann nie blockiert sein. Aber für den Moment können wir jetzt hier nicht weiter. So, gehen wir einfach da durch und dann hoch. Nach rechts, nee, links gibt's nix. Vielleicht gibt's dann rechts da was. Da gibt's oben was. Da gibt es eben die. Was ist, du bist so unlustig. Hier gibt es den Schnabel aus Stein. Toll. Aber sagst du dir, wenn wir jemals ein Osterspecial machen, dann musst du die anziehen. Nein. Wenn du schon den Memes dabei anziehen. Hier gibt's noch eine Truhe. Also für den Moment geht's sehr schnell mit den Truhen. Und finden auch alle wichtigen Sachen. Die Karte, den Schnabel und den Kompass haben wir alle schon. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Dann springen wir darüber. Wunderschöner Sprung. Link ist eben sehr gelenkig. Also das weiß ich auch, wie das kaputt geht jetzt. Also, wie man das umbringt. So, so bringt man das um. Jetzt kann man auch Marien da drauf sehen. Interessant zu wissen. So. Bombe. Weg da. Truhe. Schlüssel. Perfekt. So leicht kann man das schlussfolgern. So, komm her. Und dann haben wir alle Mobs hier zerstört und natürlich Link erstmal eine Runde schwimmen.
weil er gerne schwimmt. Und den zweiten kleinen Schlüssel, das ist doch gar nicht mehr so schlecht für den Moment. Jetzt haben wir viele kleine Schlüssel. Dieser Sprung. Jetzt geht er wieder zurück. Der Held. Kann man von da springen? Ne, kann man nicht. Wir müssen außenrum gehen. Autsch. So, weg da. Danke. Zweimal hintereinander ertrunken. Danke, Link. Natürlich immer, wenn die dann Rubine kommen, dann fallen die ins Wasser. Natürlich bekannt. So. Vielleicht geht es. Da war ich doch jetzt drauf, oder? Aber danke, danke schön. Das hat aber funktioniert. 50 Rubine habe ich nur erhalten. Als Belohnung kriegst du das. Wie bitte? Da springe ich doch jetzt. So, endlich da. Jetzt kommt der wieder. So, weg mit dir, du Monster. Du Ungeziefer. Ah. Anscheinend gibt es Wasser da unten, weil das konnte man eben hören. So, was sagt der uns? Das Funkeln der Platten ist das Rätsels Lösung. Ja. Cola bitte. Bitte schön. Das Funkeln der Platten ist das Rätsels Lösung. Das Funkeln der Platten. Okay. Keine Ahnung, was das heißt. Setz dich hin. Setz dich hin, damit ich dich umbringen kann. Ein Talent. So, so, weg mit euch. Keine Ahnung, wann wir den das Objekt des Tempels bekommen. Also wahrscheinlich sind das die Schwimmflossen. Oh, dieser Sprung. Dankeschön. Jetzt geizt er wieder mit seinem Coca-Cola-Ding. Hashtag Produktplacement. Du weißt schon, dass ich fast gar nichts sehen kann vom Spiel, wenn du das machst. Das ist ein Argument. Wir haben ja die Karte. Warte, dann schauen wir kurz mal. Also, die Karte. Dort sind wir anscheinend nicht blockiert, da es einen Weg gab. Okay. Sehr schlau. Noch schlauer. Da waren wir echt nicht blockiert. Gehen wir dorthin.
So, weg. Ha. Wie bitte? Was gibt's da? Natürlich. Klar. So, was ist links? Oh. Der Boss ist da. Und das ist oben. Und das da. Das da. Das Funkeln der Platten ist die Lösung, war doch sowas, oder? Ich glaube, es gibt so eine Reihenfolge. Es gibt eine Reihenfolge, sicherlich. Ne, dann ist das da mit dem da hinten. Bist du? Danke. Oh, trotzdem aktiviert. Oh. Nein! Warum nur? Ach, da muss man ja fast sterben. So. So, und dann das letzte. Richtig. Was kriegen wir? Oh. Können wir da runter? Können aber auch rechts. Nach rechts gibt es etwas, das sich einen kleinen Schlüssel nennt. Ist doch gar nicht mehr so schlecht. Okay, weiter kann man nicht. Nein. Okay. Zwei Herzen. Autsch! So. Genius. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Das will ich aber nicht. Ich will Herzen, ich will Herzen. Oh, danke. Jetzt wenigstens nicht mehr dieses nervige Geräusch. Wie bitte? Wie bitte? Zum Glück sind wir nicht im Hero Mode. Das könnte schon ein bisschen schwer werden, weil es natürlich keine natürliche Regeneration gibt. Also, wir haben einen kleinen Schlüssel. Wo können wir damit hingehen? Schauen wir auf die Map. Dort gibt es etwas, aber ich weiß nicht, wie man dorthin kommt. Und dort gibt es etwas. Also, ich würde sagen, wir gehen erstmal dorthin. Autsch. Weil dort können wir, glaube ich, auch nicht, dass wir hingehen können. Also, ein bisschen weit entfernt. Weg da. Oh, ein Miniboss. Erinnert mich so ein bisschen so an Splatoon gerade eben. Okay, was ist das da? Okay. Okay. Ist es so leicht? Es kann doch nicht so. Es ist so leicht. Okay, der leichteste Miniboss auf der ganzen Welt. Gab es gerade eben zu sehen. Okay, also hier gibt es einen kleinen Teleporter. Was ist das denn? Bin ich jetzt eingesperrt? Was ist das? Oh. Nee, da kann ich wieder durch. Schneller. Also das sieht schon ein bisschen nach
nach den Schwimmflossen. Du hast die Schwimmflossen erhalten. Drücke beim Schwimmen B zum Tauchen und oder A, um schneller zu schwimmen. Das finde ich doch ganz gut. Was? Ah. Jetzt ist, kommt. Entschuldigung. Habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Was ist das für ein Funken? Echt jetzt? Das ist genau das gleiche Muster halt wie davor. Hätten wir einfach nur kopieren sollen. Ah ja. Okay. Da können wir gleich testen, ob es funktioniert. Kann wirklich tauchen. Das ist doch voll praktisch. Ja, also praktisch, das ist das Praktischste auf der Welt. Also, da können wir auch... Yeah. Aber, wie soll ich da hingehen? Danke. Tschüss. 50 Rubine. Sehr schön, danke schön. Da können wir auch dorthin gehen, also. Dorthin gehen. So, perfekt. Tür offen. So. Natürlich nicht den kleinen Schlüssel. Keine Ahnung, was dort ist. Dort war ich noch nicht. Das weiß ich ganz genau. Da war ich noch nicht. Weil eine Schlüssel fehlt mir noch. Ein Schlüssel fehlt mir noch ganz sicher noch. Also, kleine Schlüssel, den Bohrschlüssel habe ich ja noch. Da war doch gar nicht davor offen. Oder doch? Also, wir sind doch da. Stimmt, da war offen. Stimmt. Und da ist eben der kleine Schlüssel, den wir davor fallen gelassen haben. So, dann gehen wir wieder hoch. Springen. Und können dann nicht weiter. Das war einfach nur ein Durchgang. Wie bitte? Autsch. Zum Glück sind wir echt nicht im Hero Mode. Doppelten Schaden und keine natürliche Regeneration. Das ist natürlich schon ein kleiner Unterschied. Also. Keine Ahnung, ob es von da schneller war. Auf jeden Fall von dort geht's auch. Ach, also das muss ich noch ein bisschen lernen, aber... So, dann gehen wir einfach da durch. Dann gibt es ein paar Fische. Das ist komisch so. Das ist da unten so. Kann man bitte sein Schwert schwingen unter Wasser? Na klar, ist einfach, ja. Na klar, ist einfach. Erstens, ein Schwert wiegt ja auch 1 Gramm. Ja, ich ziehe mein Schwert auch immer unter Wasser. Ja? Ich habe auch immer so ein Schwert dabei. Hol es einmal aus und dann. Das Poster ist runtergefallen. Dieses Poster runtergefallen. Keine Ahnung. Jetzt eben nicht gehalten hat. Du musst es halt morgen mit besseren Kleber fest. Ich mach es mit Pins fest. Komm, ist eigentlich auch die dumme Idee. Was ist da? Muss mal runter. Ich hab mal meine natürliche Inkompetenz. Nee, das ist ein Boss unter Wasser. Ein Boss in 2D. Ein Boss in 2D. Dann komm, ich sagen genau so richtigen Zeit wieder an. Sprich Deutsch oder Englisch. Piranha Killer. Hey, du killst Piranhas. Ist doch ganz gut. Ja, du musst ihn an seiner Lampe hätten. Hä? Die Lampe ist eine Schwachstelle. Scheinbar.
glaube, das müsste sie relativ weit down gemacht haben. Ja, außerdem auch mit doppelten Schaden, also. Eben. Die Kleinen gehen zumindest von Easy Going. Easy. Dieser Boss war er nicht, es wäre. Oder? Dieser Boss wurde krepiert. Und das 9. Herz. Es ist da. Bald sind wir bei 9. Bei 10. Jetzt sind wir bei 9. Das 9. Herz ist da. Bald sind die bei 9. Ja, du versprichst dich auch nie. Genau. Nee, natürlich nicht. Ja, liebe Freunde der leichten Unterhaltung. Warte. Ja, auf was? Erst, auf bessere Zeiten? Erst, wenn alles fertig ist. Erst wenn wir das Instrument haben, wenn wir diesen Tempel zu 100% abgeschlossen haben, dann ist dieses Video zu Ende. Oder ich banne dich und hacke deinen YouTube-Channel. Halt, stopp! Jetzt rede ich! Du es bleibt alles so, wie erhalten. Es ist. Ja. Supi, wir haben die Fahne, würdest du sagen. Fahne. Die Fahne hängt da rechts von mir. Wir haben was ist das denn für eine Flagge? Was? Fahne. Die rechts von mir hängt? Mhm. Die Coca-Cola-Fahne. Und ja, die langen. Wenn du sagst rechts. Achso, du meinst. So eine Fahne. Also ich glaube, wir haben alles abgeschlossen. Also liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war nur der Tempel. Ja, aber es war auch mal ein lustiger Part, ne? Ja. Wir gehen jetzt Hot Dogs essen. Das interessiert niemanden, ich aber weiß. Trotzdem. Und danach werden wir noch ein Part aufnehmen und dann werden wir streamen. Für die es interessiert. Aber für euch wird der Stream schon längst fertig sein. Das stimmt. Also, meine lieben Freunde, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Adios. Und ciao.